Servus Freunde der taktischen Unterhaltung, mein Name ist Tactical Viper und heute schauen wir uns gemeinsam mal den neuen Helikopter Revier Trailer etwas genauer an und ich gebe euch schon vorab ein paar kleine Informationen zum Thema Hubschrauber. Im Vordergrund des Trailers stehen natürlich die neuen steuerbaren Hubschrauber, aber was noch viel wichtiger ist, ist das neue asymmetrische Gameplay zwischen Lufteinheiten und Bodeneinheiten, die sogar teilweise im Untergrund sind. Rising Storm 2 Vietnam möchte natürlich dabei wie immer den realistischen und historischen korrekten Weg einschlagen und daher fragt man sich erst einmal, ist das nicht ein bisschen unfair, als Vietcong-Soldat und einer zweiten Weltkriegswaffe gegen Helikopter und Sturmgewehre anzutreten? Nein, man denkt das vielleicht erstmal, dass es unfair ist, ist es aber im Endeffekt gar nicht, weil das ganze Spiel sehr, sehr gut ausbalanciert ist. Es gibt quasi für jede Seite Vor- und Nachteile und irgendwie hebelt sich alles so ein bisschen aus, kann man sagen. Ich meine, man denkt erstmal bei den ersten Playtests, die ich jetzt mitgemacht habe, okay, wir gewinnen wahrscheinlich alles als Amerikaner, weil wir haben dicke, fette Helikopter, wir haben geile Waffen und die Vietcong hat zum Beispiel nur alte, schäbrige Shit-Waffen. Ist es aber nicht so, ja. Ich meine, die Vietcong hat zum Beispiel auch die Typ 56, ja, die chinesische AK-47 und die ist quasi ebenbürtig zu M16 der Amerikaner. Genauso denkt man jetzt auch, okay, Helikopter haben natürlich die Vietcong nicht, was kann man da nutzen? Ja, da gibt es halt andere Mittel und Wege, ja. Man kann da sich zum Beispiel im Untergrund verstecken von den Helikoptern, kann da versuchen mit Raketen werfen oder Maschinengewehren die Dinger runterzuholen. Man kann versuchen, den Amerikanern mit verschiedenen Mitteln das Leben schwer zu machen, ja, zum Beispiel Sprengfallen verlegen, verstecken in den Busch zum Beispiel. Alles das greift so ein bisschen ineinander in das Spiel und das asymmetrische Gameplay, was wir vorfinden, quasi Boden, Luft und Untergrund, das passt alles zusammen. Ja. Es fügt sich wirklich sehr gut zusammen und man merkt auch, sie haben sich viel Mühe gegeben und kein Team, wie gesagt, ist jemals im Vorteil und momentan ist es halt einfach so, dass das jedes Mal 50-50 ist. Eine Runde gewinnen die Amerikaner, die nächste Runde die Vietcong und so weiter und so fort und so ist es momentan bei den Playtests und es freut mich wirklich, dass man trotz quasi der Übermacht in Anführungszeichen keine wirklich Übermacht ist. Natürlich sollen die Helikopter in Rising Storm 2 Vietnam unbesiegbar erscheinen, die sollen übermächtig sein, die sollen richtig stark sein, das ist ja auch so gewollt vom Entwickler. Das Ding ist nur, man hat dadurch keinen Nachteil als Vietcong-Soldat, ja, weil die sind nämlich zahlreicher unterwegs auf dem Schlachtfeld. Das soll jetzt nicht heißen, dass man nur 20 Amerikaner hat und 40 Vietnamesen, sondern das ist eben so gemeint, dass man quasi mit mehr Soldaten unterwegs ist. Es ist immer noch 32 gegen 32, aber je mehr Amerikaner sich entscheiden zu sagen, ey komm, wir fliegen Helikopter und ich mach mal heute den Bordschützen oder ich mach mal den Doorgunner, desto weniger sind sie auf dem Boden unterwegs und das heißt, sie können auch nicht so schnell die Objectives einnehmen oder verteidigen. Das ist eben der Punkt, ja, das ist der Knackpunkt. Die Vietcong können sich verstecken in den Büschen, in den Tunneln, können einfach warten, bis irgendwas passiert. Die können Feinde legen und sowas. Und die Amerikaner sind, wie gesagt, in der Luft unterwegs, suchen nach den Gegnern, die sich verstecken im Untergrund oder im Dschungel. Und sobald der Helikopter quasi weit weggeflogen ist, rennen sie zum Ziel, nehmen ihn ein und gewinnen im Endeffekt dann die Runde. Und das ist quasi so, was ich gesagt habe mit diesem Balancing, ja, 50-50. Es gibt kein Team, was im Vorteil ist. Es gibt kein Team, was im Nachteil ist. Man kann alles quasi aushebeln, auskontern. Und das ist eben, was mich sehr, sehr überrascht hat, weil ich dachte wirklich, okay, Helikopter, das Spiel ist quasi Amerikaner only, die gewinnen halt nur. Aber so ist es nicht und das ist auch gut so. Aber jetzt geht's los mit der eigentlichen Trailer-Analyse. Ich kann jetzt schon sagen, es wird nicht so viel sein, denn so viel Neues gibt's da gar nicht zu sehen, außer natürlich die Helikopter, wie erwähnt. Und das von eben waren jetzt quasi erstmal nur Informationen, damit ihr schon mal wisst, aha, das ist also quasi asymmetrisches Gameplay, so funktioniert das also im Spiel und ihr wisst schon mal, es wird nicht unfair sein. Legen wir los mit der ersten Trailer-Szene und wir sehen direkt am Anfang erstmal eine Flugszene mit den legendären UH-1U-Helikoptern. Ich denke mal, jeder von euch hat die schon irgendwo mal gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr die kennt. Und wie ihr sehen könnt, man muss nicht unbedingt der Pilot sein. Man kann auch sagen, ich möchte gerne der Bordschütze sein oder gerne der Co-Pilot, warum man auch immer das möchte. Oder man kann sagen, ich möchte gerne ein Soldat sein, der transportiert werden möchte. Und das ist genau gerade die Szene hier, die zeigt schon ein bisschen mal. Man kann quasi im Staffelflug zum eigentlichen Zielpunkt fliegen, aussteigen und dann quasi schon mal loslegen. Ihr müsst euch im Endeffekt sowieso entscheiden, was ihr genau bei den Helikoptern machen wollt. Ja? Wollt ihr Truppen transportieren? Wollt ihr lieber Feuerunterstützung geben, einem Kampfhubschrauber? Oder wollt ihr lieber so eine Mischung aus beiden mit dem Middlebird? Ja? Das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ihr könnt nicht quasi alles gleichzeitig machen. Wie ihr sehen könnt, reagiert auch die Umwelt auf die Helikopter, also quasi die ganzen Büsche, Gräser und Bäume reagieren quasi auf die aufgewirbelte Luft, die da entsteht. Und das sieht schon ziemlich cool aus. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das grafisch mit Unreal Engine 3 noch geht, weil die ist schon ziemlich, ziemlich alt. Aber wie ihr sehen könnt, es geht immer noch und es sieht grafisch wirklich sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Und hier in der nächsten Szene sehen wir dann auch schon den MH-6 Littlebird, den ich eben erwähnt habe, den kleinen flinken Spähhubschrauber, der eben quasi eine Mischung ist aus Transport und eben Feuerunterstützung, weil er hat eben die Möglichkeit mit seiner MGs, ja mit seiner Minigun, was es ist, glaube ich, da ordentlich nochmal ein bisschen Terror zu machen.
Andererseits ist es aber noch nicht bekannt, ob man die auch wechseln kann, ja, also ob man auch da keine Raketen anbringen kann oder sowas. Ich glaube, FFAR waren es, glaube ich, was man da nutzen kann zum Beispiel. Oder ob man eben sagen kann, man baut sich Transportschienen noch drauf, ja, also quasi links und rechts noch so eine Art Plattform, wo sich Soldaten draufsetzen können. Das weiß ich noch nicht, wurde noch nicht bestätigt, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Von daher halten wir einfach mal dran fest. Und ja, der ist im Endeffekt natürlich schneller, agiler auf dem Schlachtfeld, hält aber dementsprechend auch ein bisschen weniger aus. Ihr seht ja bereits im Hintergrund schon öfters mal eine Rakete durchs Bild fliegen. Das liegt natürlich daran, dass die Vietcong quasi zur Flugabwehr auch RPG-7 nutzen kann. Natürlich nicht so effektiv, weil man muss auch richtig zielen und treffen können. Dafür gibt es aber als Alternative auch ein schweres Maschinengewehr, was halt gerne mal irgendwo rumsteht, stationär. Und damit kann man eigentlich Helikopter sehr, sehr gut aufs Korn nehmen. Gerade Littlebird, wie hier zu sehen, der ist ziemlich durchlöchert und in dem Effekt ist auch nicht wirklich gut gepanzert und stürzt auch gerne mal schnell ab. Also das im Kopf behalten, Littlebirds sind nicht so gut im Kampf und gerade bei so einem Raketentreffer oder bei so einem Maschinengewehr ist er auch schnell kaputt. Ja, und zum Abschluss des Trailers sehen wir da auch endlich mal die AH-1 Cobra, den Kampfhubschrauber der Amerikaner. Und natürlich sieht das Ding erstmal sehr stark aus. Gut, es hat ein Bordgeschütz und Raketen dran, ist gut gepanzert und ist sehr schnell und flink auf dem Schlachtfeld. Andererseits, wie ich gesagt habe, es gibt Mittel und Wege, das Ding auszuschalten. Von daher, wartet mal ab, es gibt bald in den News, hoffe ich mal. Ich hoffe, die kommt bald. Und da sehen wir auch schon, was man machen kann, wenn man ja einen Helikopter gegenüber sich hat. Ja, also wenn er quasi einen auf sich zukommt fliegen hat, was man da machen könnte. Und da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die ich aber an dieser Stelle noch nicht verraten darf. Ja, und das war der vollständige 1 Minute noch was Trailer mit den Helikoptern zu Rising Storm 2 Vietnam. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von der ganzen Sache. Ja, ob ihr das cool findet, dass es Helikopter gibt, oder ihr eher sagt, nee, ich würde lieber nur Fußsoldaten haben, weil das macht irgendwie mehr Sinn in meinen Augen. Wäre echt mal gespannt, was ihr darüber so denkt. Wie gesagt, asymmetrisches Gameplay. Ich habe es euch erklärt, wie es funktionieren soll. Und ja, an dieser Stelle wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne, genießt das schöne Wetter. Und wir hören uns spätestens wieder am Montag mit einem neuen Battlefield 1 Gameplay. Mal gucken, was ich da noch zusammengeschnitten bekomme bis dahin. Und ja, ich bin raus für heute und bis bald zum nächsten Video.